mit dem Titel Eckpunkte für einen Rüstungsexport. Ja, vielen Dank, Mareike Bokern. Und punktgenau würde ich sagen, denn genau in diesem Moment ruft die Bundestagsvizepräsidentin Edelgard Bullmann, die gerade die Sitzungsleitung hat, genau diesen Tagesordnungspunkt auf. Es geht also um die Rüstungsexporte und vor allem deren Kontrolle. Die Grünen wollen darüber debattieren. Die Grünen fordern seit langem ein eigenes Rüstungsexportgesetz. Das gibt es nämlich in der Form in Deutschland nicht. Warum fordern die Grünen das? Dazu muss man ein bisschen gucken, was bisher die gesetzlichen Grundlagen sind. Das sind das Kriegswaffenkontrollgesetz und das Außenwirtschaftsgesetz im Wesentlichen. Und ein wesentlicher Kritikpunkt der Grünen ist, dass in diesen Gesetzen beispielsweise nirgends die Rede sei von einer Menschenrechtslage im Empfängerland. Also das wird hier eine Rolle spielen. Alles Weitere jetzt erfahren wir von Agnes Schabruger für die Grünen. Auf die rot-grüne Regierungszeit beteuert immer, dass in Deutschland eine restriktive Rüstungsexportpolitik betrieben wird. Leider entspricht das nicht der Realität, denn so sieht die Faktenlage aus. Deutschland ist seit Jahren unter den Top 5 der Waffenexporteure weltweit, und das ist kein Ranking, auf das man stolz sein kann. Und abgesehen von ein paar kleineren Schwankungen sind die Rüstungsexporte nach wie vor ein Milliardengeschäft. Allein im ersten Halbjahr 2015 sind Rüstungsexporte im Wert von über 3 Milliarden Euro genehmigt worden. Morgen kommen wahrscheinlich die neuen Zahlen für das Gesamtjahr 2015, und ich vermute leider, dass sie erschreckend hoch sein werden. Von diesen Rüstungsexporten gehen in den letzten Jahren in der Regel mehr als die Hälfte in Staaten jenseits von NATO und EU. Darunter befinden sich dann so schmutzige Deals mit Ländern wie Katar und Saudi-Arabien, in denen eine katastrophale Menschenrechtslage herrscht und die aktuell Teil einer Kriegsallianz sind, die ohne Rücksicht brutal die Menschen im Jemen bombardiert. Es gehören aber ebenso Skandale dazu, wie von G36-Gewehren, die in Mexiko in den Händen korrupter Polizisten auftauchen und dann gegen unbewaffnete Studenten eingesetzt werden. Und eine solche Politik als restriktiv zu bezeichnen, das ist doch zynisch. Trotz einiger Kurskorrekturen, zum Beispiel bei der Transparenz, hat Sigmar Gabriel trotz aller seiner großen Töne und schönen Worte hier keine grundlegende Trendwende eingeleitet. Meine Damen und Herren, zwischen Anspruch und Wirklichkeit, zwischen schöner Rhetorik und hässlicher Realität klafft hier eine erschreckend große Lücke der Verantwortungslosigkeit. Und es gibt kaum ein politisches Thema, bei dem das, was gesagt wird, in so krassem Widerspruch zu dem steht, was getan wird. Dabei gibt es in Deutschland sehr gute und sehr strenge politische Grundsätze, die jeder Minister in den Himmel lobt und auf die man sich in Sonntagsreden gerne beruft. Die Menschenrechte zu einem zentralen Kriterium, bei dem Entscheidungen erheben, und sehr, sehr hohe Hürden für den Verkauf von Kriegswaffen an Staaten jenseits von NATO und EU aufstellen. Und meine Damen und Herren, die zentrale Frage, die sich hier doch aufdrängt, ist, wenn diese Grundsätze so strikt sind, wie kann es denn eigentlich sein, dass in der Praxis es zur Regel geworden ist, dass sie immer wieder verletzt und gebrochen werden? Und wie kann es dazu kommen, dass Frieden, Sicherheit und Menschenrechte immer wieder Exportprofiten und Gewinninteressen der Rüstungslobby geopfert werden? Ein Teil der Antwort, der hat auch mit dem Charakter dieser Grundsätze zu tun. Sie sind vom Inhalt her richtig und gut, sie bestehen aber eben vor allem auf dem Papier. Es mangelt ihnen an Durchsetzungskraft und Verbindlichkeit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das sollten und müssen wir als Parlament dringend ändern. Und natürlich gibt es mit dem Kriegswaffenkontrollgesetz und mit dem Außenwirtschaftsgesetz gesetzliche Grundlagen im Bereich der Rüstungsexporte. Die Kriterien aus den Grundsätzen sind aber eben nicht wirklich im Gesetzestext verankert. Das wäre aber notwendig, um ihnen endlich das Gewicht zu verleihen, das sie verdienen. Und im Mai haben wir Ihnen grüne Eckpunkte für ein echtes Rüstungsexportgesetz vorgelegt. Das hat die Koalition leider abgelehnt. Aber anscheinend waren wir Grüne trotzdem nicht ganz so unerfolgreich, und die guten Argumente der Kollegin Keul aus der Bundestagsdebatte haben Widerhall gefunden, und sie konnten offensichtlich Sigmar Gabriel zum Denken anregen.
Denn vor einem Monat hat der Wirtschaftsminister erklärt, er denkt jetzt darüber nach, ein Rüstungsexportgesetz auf den Weg zu bringen und eine Expertenkommission dazu einzurichten. Meine Damen und Herren, wir freuen uns natürlich wirklich sehr, wenn die Regierungsmitglieder die guten grünen Ideen aufgreifen. Aber zwischen Nachdenken und Handeln ist ja bekanntlichermaßen noch ein großer Unterschied. Und so ganz trauen wir diesen vielversprechenden Ankündigungen noch nicht. Denn gerade bei den Rüstungsexporten haben wir in den letzten Jahren oft genug erlebt, dass der Wirtschaftsminister den typischen Gabriel macht. Erst viel Wind erzeugen, dann aber nicht liefern. Meine Damen und Herren, als aufmerksame und hartnäckige Opposition geben wir uns natürlich nicht mit ihren schönen Schlagzeilen zufrieden. Uns interessiert, was sie in der Realität daraus machen. Und das ist auch ein Prozess, den wir konstruktiv begleiten wollen. Deshalb haben wir auch nachgefragt, wie es denn jetzt weitergeht. Wir wollten wissen, wie sieht es mit dem Zeitplan aus, mit der Besetzung der Kommission, welche Rolle soll das Parlament dabei spielen. Und am Montag erhielt ich zu all diesen Fragen eine lapidare Antwort aus dem Hause Gabriel, nämlich, dass er noch nachdenke und dass es noch keine Details gebe. Meine Damen und Herren, einen Monat nachdem die Pressestatements verkündet waren, keinen Schritt weiter zu sein, das ist doch ein bisschen peinlich. Und wenn Sigmar und Herr Minister, wenn Sie in diesem Schneckentempo weitermachen, dann können wir vielleicht in der übernächsten Wahlperiode mit einem Gesetzentwurf rechnen. Und deshalb stellen wir heute hier einen zweiten Antrag zur namentlichen Abstimmung. Der enthält keine inhaltlichen Vorfestlegungen, besteht nur in einem Satz und fordert Sie dazu auf, Herr Gabriel, Ihr Versprechen auch wahrzumachen und dem Parlament noch in dieser Legislaturperiode einen Gesetzentwurf zur Beratung vorzulegen. Liebe Abgeordnete von SPD und Union, ja, wenn Sie also den Vorschlägen Ihres eigenen Vizekanzlers, die ihn offensichtlich auch nicht besonders interessieren, folgen wollen, ja, und ihn auch ermuntern und unterstützen auf diesem richtigen Weg, dann bleibt Ihnen ja fast nichts anderes übrig, als unserem grünen Antrag heute hier zuzustimmen. Und Sie, Herr Minister, Sie haben die Chance zu zeigen, dass das hier kein weiterer Fall ist von groß posaunt und dann doch nichts gemacht. Und wir als Parlament, wir könnten ein schönes, ein klares und gemeinsames Zeichen setzen, dass bei den Rüstungsexporten die Menschenrechte in Zukunft keine leere Sprechblase mehr sind und Friedenspolitik und Sicherheitspolitik ausufernden Waffenexporten klare und enge Grenzen setzen. Und deshalb bitten wir Sie, unserem Antrag zuzustimmen, dass wir noch in dieser Legislaturperiode endlich über ein Rüstungsexportgesetz abstimmen können. Agnieszka Brugger war das hier mit den grünen Vorschlägen. Ja, die Grünen haben bereits im Mai Eckpunkte für ein Rüstungsexportkontrollgesetz vorgelegt. Vor einem Monat hatte sich Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel, den Sie ja auch gesehen haben, auf der Regierungsbank ebenfalls für ein solches Gesetz ausgesprochen und hat gesagt, er könnte sich vorstellen und planen. Ein solches Gesetz für Rüstungsexporte. Jetzt gehen wir weiter. Erstmal in der Debatte hier mit Klaus-Peter Wilsch für die CDU-CSU-Fraktion. Ist ja wirklich kein Mangel an öffentlicher Erörterung zu diesem Thema. Und immer wieder versuchen Sie, den Eindruck zu erwecken, das sei hier alles wie auf dem levantinischen Basar oder was. Das ist bei uns klar geregelt. Und wir glauben, dass so, wie es geregelt ist, es richtig geregelt ist. Sie können sich doch gerne noch zu Wort melden, wenn Sie der Auffassung sind, dass Frau Brugger nicht ausreichend vorgetragen hat. Also entgegen dem Eindruck, der ständig versucht wird, hier zu erzeugen, ist die Rüstungsexportpolitik in Deutschland klar geregelt. Hier liegen die politischen Grundsätze der Bundesregierung für den Export von Kriegswaffen und sonstigen Kriegsgütern in der aktuellen Fassung vom 19. Januar 2000 zugrunde. Regierungszeit von Rot-Grün. Joschka Fischer war damals Außenminister, wenn ich mich recht erinnere. Jede Rüstungsexportgenehmigung ist eine Einzelfallentscheidung. Es gibt keinen Anspruch auf eine Genehmigung. Gemäß Außenwirtschaftsgesetzen, Außenwirtschaftsverordnung ist die Ausfuhr aller Rüstungsgüter genehmigungspflichtig. Und sie wird nicht genehmigt, wenn der hinreichende Verdacht besteht, dass damit interne Repression oder sonstige Menschenrechtsverletzungen ausgeübt werden. Die Prüfung, ich weiß ja, dass Sie alles schon wissen, aber ich kann es nicht ausschließen, dass vielleicht bei unseren Zuhörern und Zuschauern irgendwo der falsche Eindruck, den Sie zu verbreiten versuchen, Frau Brugger, hängen bleibt. Deshalb will ich das noch mal darstellen. Die Prüfung und Genehmigung der Ausfuhr der Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgüter obliegt dem Bundessicherheitsrat.
Der Bundessicherheitsrat tagt unter dem Vorsitz der Bundeskanzlerin und zusätzlich gehören ihm an der Vizekanzler, Wirtschaftsminister, die Minister der Verteidigung, des Auswärtigen, des Innern, der Justiz, der Finanzen und für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Chef des Bundeskanzleramts, der Regierungssprecher, der Generalinspekteur nehmen ebenfalls teil. Also alles versammelt, was in der Regierung Kompetenz hierzu aufweisen hat. Und bei der Erteilung der Ausfuhrgenehmigung handelt es sich eben nicht um einen formalen Akt. Es besteht kein Anspruch auf die Erteilung einer Genehmigung. Es sind zahlreiche Gesetze und Vereinbarungen zu beachten, die ich Ihnen auch noch mal in Erinnerung rufen möchte, damit nicht der Eindruck bei irgendjemandem stehen bleiben könnte, hier würde ungeregelt in diesem Bereich irgendetwas geschehen. Das Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen, das Außenwirtschaftsgesetz über Exporte von Kriegswaffen und sonstigen Wirtschaftsgütern, der Verhaltenskodex der Europäischen Union für Waffenausfuhren, die Prinzipien zur Regelung des Transfers konventioneller Waffen der OSZE. Und dazu hat die Bundesregierung erst im März letzten Jahres noch die Grundsätze für die Ausfuhrgenehmigung bei der Lieferung von kleinen und leichten Waffen als Ergänzung zu den politischen Grundsätzen vorgelegt. All Kollege Willig, das ist ein guter Punkt, um zu fragen, ob Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Kaul zu. Ja, wenn ich irgendeine rechtliche Regelung vergessen haben sollte, die Sie noch nachtragen wollen, Frau Kaul, bitte sehr. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Das ehrt mich, dass Sie mir zutrauen, die rechtlichen Regelungen umfangreicher zu kennen. Wenn das alles so toll ist, was Sie gerade vorgetragen haben, dann frage ich Sie, wie kann dann Ihr Koalitionspartner, wie kann der Wirtschaftsminister dann auf die Idee kommen, wir bräuchten ein Rüstungsexportkontrollgesetz? Können Sie uns das erklären? Das müssen Sie im Zweifelsfalle meinen Minister selbst fragen. Aber ich weiß, dass in dieser Bundesregierung viel nachgedacht wird. Es ist auch klug, immer viel über alles Mögliche nachzudenken. Und da ist der Wirtschaftsminister, der Vizekanzler, keine Ausnahme. Der Export an Nicht-EU- und Nicht-NATO-Staaten wird äußerst restriktiv gehandhabt. Frau Brugger, Sie kennen doch die Berichte. Sie wissen, dass wir an NATO-Partner über die Hälfte exportieren, Gleichgestellte, also Australien, Schweiz und so weiter. Und da können Sie doch wirklich nicht hier sich hinstellen und sagen, wir würden freigebig in alle Himmelsrichtungen deutsche Waffen verteilen. Der Export von Kriegswaffen wird, so heißt es im Rüstungsexportbericht, das könnten Sie nachlesen, der Export von Kriegswaffen wird nur ausnahmsweise genehmigt, wenn im Einzelfalle besondere außen- und sicherheitspolitische Interessen Deutschlands für die Erteilung einer Genehmigung sprechen. Und ich will Ihnen, um das auch greifbar zu machen, eben noch mal deutlich machen, was da für Sicherheitsinteressen sein können. Natürlich können das Sicherheitsinteressen sein, die wir haben, um die Abwehr terroristischer Bedrohungen zu unterstützen, um internationalen Drogenhandel zu bekämpfen. Bei Marinerüstung geht es regelmäßig darum, dass wir Staaten ertüchtigen wollen, ihren Küstenschutz durchzuführen und damit einen Beitrag zu leisten für die Freiheit der Handelswege zur See. All das sind natürlich Aspekte, die wir dabei mit berücksichtigen, und das sind auch berechtigte Aspekte. Die Bundesregierung hat beispielsweise den bereits genehmigten Export des Gefechtsübungszentrums nach Russland untersagt, weil die Krim besetzt worden ist von den Russen und weil wegen der Rolle, die Russland spielt in der Ostukraine, in dem dort eingefrorenen Konflikt. Im Falle der Waffenlieferung an die Regierung der autonomen Region Kurdistans im Irak handelt es sich um eine politische Ausnahmeentscheidung. Das wissen Sie, und sie ist breit getragen worden in diesem Haus. Die akute Bedrohung der Bevölkerung im Irak durch die Halsabschneider vom IS, vom Islamischen Staat, war anders nicht abzuwenden. Ich will hier nicht mit billiger Kriegsrhetorik irgendwas schönreden. Wir waren in der Lage, dass dort wirklich die Gefahr bestand, dass Völkermord durchgeführt wird, dass die Menschen vertrieben werden, dass die Menschen unterworfen werden von IS. Und es gab keine anderen Bodentruppen als die, die wir dann beliefert haben. Ich will Ihnen eine friedensethische Stellungnahme des Rats der Evangelischen Kirche zu diesem Thema nicht vorenthalten. Im Nachgang zu einer Reise des Landesbischofs Dr. Bedford Strom in den Irak vom September 2014 hieß es zu diesen Waffenlieferungen an die Peschmerga, ich zitiere, die kurdischen Milizen sind die einzigen lokalen Gegner, welche dem IS militärisch entgegentreten können. Militärische Mittel erscheinen in der gegenwärtigen Lage als die letzte verbliebene Möglichkeit,
um wirksame und schnelle Hilfe zu bringen. Nach evangelischem Verständnis kann militärische Gewalt zur Anwendung schwerster anhaltender Menschenrechtsverletzungen angesichts von Völkermord und Vertreibung als letzter Ausweg legitim sein, wenn alle anderen gewaltärmeren Mittel versagen. Ende des Zitats. Also, ich bitte, mal so ein bisschen aus der Kuschelecke rauszukommen. Wenn man Ihre Position zu Ende denkt, dann stellen Sie eine eigene Armee letztlich auch in Frage. Es gibt natürlich Interessen in der Welt und es gibt Notwendigkeiten, hier auch, wenn wir können, zu unterstützen und zu helfen. Und wir machen uns der unterlassenen Hilfe schuldig, wenn wir das dann nicht tun. Übrigens wurde das Gleiche auch von katholischer Seite als eine Art von Völkermord kategorisiert. Und der Vertreter des Heiligen Stuhls bei den Vereinten Nationen, Erzbischof Silvano Tomasi, sprach sich als Ultima Ratio für den Einsatz von Gewalt aus, um die Aggressoren zu stoppen. Andernfalls, so wörtlich, werden wir in Zukunft beklagen, dass wir solch eine schreckliche Tragödie zugelassen haben, so Tomasi. Mit Blick auf die linke Hälfte unseres Hauses und auch auf Sie, Frau Brugger, muss ich sagen, dass wir mit Friedensmärschen Hand auflegen und Stuhlkreisen die IS-Mörderbande nicht stoppen werden. Selbst der Parteivorsitzende der Grünen, Cem Özdemir, hat gesehen, ich zitiere ihn da, dass man den IS nicht mit der Yogamatte unterm Arm bekämpfen kann. Ein bisschen mehr Realismus auch in den Debatten hier bei uns im Haus würde Ihnen da gut tun. Ich will Ihnen noch ein anderes historisches Beispiel nennen. Die Amerikaner hat das im Zweiten Weltkrieg, da waren sie noch gar nicht eingetreten in diesen Krieg, einiges an Überwindung gekostet. Die Rote Armee mit dem Land-Lease Act zu unterstützen. Sie haben das getan damals, um einen ökonomischen und militärischen Zusammenbruch der Sowjetunion zu verhindern und damit einen Beitrag dazu geleistet, dass Hitlers Angriffsarmee gestoppt werden konnte in Russland. Auch das zeigt, dass diese Dinge nicht ganz eindimensional sind, sondern wir immer die verschiedenen Aspekte der Dinge sehr sorgfältig bewerten und abgewichten müssen. Und wir haben nicht den Eindruck, dass das in der Bundesregierung falsch gemacht würde, sondern wir glauben, dass es richtig gemacht wird. Und insofern ist es nicht notwendig, dass wir hierfür ein Gesetz auf den Weg bringen. Denn es ist bereits alles geregelt und da halte ich es dann mit Montesquieu, von dem ja bekanntlich der Satz stammt, wenn es nicht notwendig ist, ein Gesetz zu machen, ist es notwendig, kein Gesetz zu machen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Klaus-Peter Wilsch war das für die CDU-CSU-Fraktion. Er sagt, ein Rüstungsexportkontrollgesetz brauchen wir nicht, denn die Exportbestimmungen seien doch klar. Dass die Exportbestimmungen klar seien, das hat auch übrigens der Bundeswirtschaftsminister gesagt vor einem Monat. Allerdings hat er auch gesagt in einem Zeitungsinterview, wir denken darüber nach, statt der ganzen Richtlinien ein echtes Rüstungsexportgesetz zu schaffen. Sigmar Gabriel ist zwar hier anwesend im Plenarsaal, steht leider nicht auf der Rednerliste, aber lassen Sie mich noch kurz darauf hinweisen, morgen gibt es einen Termin in der Bundespressekonferenz mit Sigmar Gabriel genau zu diesem Thema zur Rüstungsexportpolitik. Spätestens da werden wir Näheres erfahren. Jetzt hören wir aber der Debatte natürlich weiter zu hier. Jan von Aken spricht für die Linksfraktion, der außenpolitische Sprecher. Gar nichts verändern, und das wissen Sie auch. Denn das, was Sie, Frau Brugger, gerade eben gesagt haben, dass diese politischen Grundsätze ständig gebrochen werden, das ist ja leider nicht richtig. Diese Grundsätze sind butterweich. Sie dürfen sogar Panzer nach Katar, das, was Herr Gabriel gerade im letzten Jahr gemacht hat, Panzer nach Katar genehmigen. Sie dürfen Sturmgewehre, eine ganze Sturmgewehrfabrik nach Saudi-Arabien genehmigen. Sie dürfen auch Pistolen in die USA genehmigen. Alles ist dadurch gedeckt. Und ich sehe jetzt, dass Claudia Roth hier dagegen protestiert. Das verstehe ich auch. Denn Sie, Frau Roth, haben diese verhandelt damals im Jahre 1999 mit Herrn Erler von der SPD. Und ich weiß auch, dass Sie beide damals wirklich die Waffenexporte reduzieren wollten. Deswegen stehen auch viele gute Sachen drin. Menschenrechte, nachhaltige Entwicklung, Kriegs- und Krisengebiete. Aber Sie wissen auch, und das hat hier auch schon Frau Keul zum Beispiel an dieser Stelle offen zugegeben, Sie sind mit diesem Versuch komplett gescheitert. Weil trotz dieser politischen Grundsätze sind in den letzten Jahren die Waffenexporte gestiegen und gestiegen und gestiegen. Und das müssen wir endlich mal stoppen. Das geht mit diesen politischen Grundsätzen nicht. Das liegt zum Beispiel daran, dass in diesen Grundsätzen einerseits glasklar drinsteht, in sonstige Länder außerhalb der NATO werden Kriegswaffen nicht genehmigt. Super. Der Satz geht aber weiter.
Es sei denn, dass besondere außenpolitische Interessen doch dafür sprechen. Und tatsächlich gibt es in jedem einzelnen Fall offenbar ein außenpolitisches Interesse, dass jedes Mal die Menschenrechte hinten runterfallen. Die Zahlen, Frau Roth, Frau Brugger, Sie wissen es, jedes Jahr werden 17.000 Anträge gestellt. Und 16.900 werden dabei durchgewunken, ungefähr 100 werden abgelehnt. Das sind Ihre politischen Grundsätze, die sind butterweich. Und ich verstehe bis heute nicht, warum Sie die in ein Gesetz gießen wollen. Denn wenn Sie das zu einem Gesetz machen, dann zementieren Sie den Status quo, dann werden Sie zementieren, dass Deutschland auch in 20 Jahren immer noch der größte Waffenexporteur Europas ist. Und das wollen wir stoppen. Das Minimum, was in so einem Gesetz drinsteht, und da frage ich Sie von den Grünen, warum sind Sie nicht dazu bereit? Das ist ein generelles Verbot von Kleinwaffenexporten. Wir haben es von Herrn Gabriel gehört, wir haben es von Ihnen gehört. Eigentlich sind wir bis auf den rechten Teil dieses Hauses fast alle einig, dass Kleinwaffenexporte nicht zu verantworten sind. Kleinwaffen, hat Kofi Annan mal gesagt, das sind die Massenvernichtungswaffen unserer Zeit. Keine einzige Kleinwaffe darf mehr von diesem Land irgendwohin exportiert werden, ob das nun Saudi-Arabien ist, Mexiko oder die USA. Und jetzt werden Sie natürlich alle aufschreien, wieso nicht in die USA, wenigstens an NATO-Staaten dürfe man doch liefern. Und dann möchte ich Sie nur daran erinnern, dass der letzte große Exportskandal nun ausdrücklich die USA betraf. Da wurden von Sig Sauer bei uns oben im schönen Norden wurden 100.000 Pistolen an die USA geliefert. Die wurden umetikettiert, gleich weiter verschifft nach Kolumbien. Da haben die Amerikaner deutsches Exportrecht wissentlich und willentlich gebrochen. Und deswegen sagen wir, keine Ausnahmen, überhaupt keine Ausnahmen, ein generelles Verbot von Kleinwaffenexporten. Wenn Sie dazu bereit sind, dann würden wir auch einem solchen Kleinwaffenexportverbot oder einem Rüstungsexportverbotgesetz zustimmen. Und das verstehe ich bis heute nicht. Noch ein letztes Wort, bevor ich zum Ende komme. Herr Gabriel nutzt ja morgen die Gelegenheit, auf einer Pressekonferenz die Waffenexportzahlen 2015 vorzustellen. Die werden gigantisch hoch sein. Wir wissen, dass allein im ersten Halbjahr 2015 schon mehr genehmigt worden ist als im ganzen Jahr 2014, 6,5 Milliarden Euro in einem halben Jahr. Wir werden also morgen 8, 9, 10, 11 Milliarden Euro in Rüstungsexporten. Und das von einem Minister, der Wahlkampf gemacht hat gegen Waffenexporte. Und da frage ich mich doch, woran ist er gescheitert? Er ist genau an diesem System gescheitert, das System der politischen Grundsätze von Claudia Roth, von Herrn Erler, das auf Ja gestellt ist. Und wir wollen ein Rüstungskontrollgesetz, das auf Nein gestellt ist, damit von deutschem Boden nie wieder irgendwo Kriege befeuert werden. Im Übrigen, und das wissen Sie, bin ich der Meinung, dass Deutschland überhaupt keine Waffen mehr exportieren sollte. Das Kleinwaffenexportverbot ist ein Anfang. Aber ich finde, irgendwann sollten wir uns mal ein Beispiel an Japan nehmen, die nämlich 40 Jahre lang kein einziges Rüstungsgut in die Welt exportiert haben und damit doch relativ erfolgreich waren. Ich danke Ihnen. Danke. Jan van Aken war das für die Linksfraktion, der außenpolitische Sprecher. Jetzt hören wir, was die Sozialdemokraten sagen, und zwar Matthias Ilgen für die SPD-Fraktion als Mitglied im Verteidigungsausschuss. Von Aken wenden, weil ich das mal wieder sehr unseriös finde, wie die Linke hier mit den Zahlen um sich schmeißt. Ich finde, man muss dann schon bei den Fakten bleiben. Wenn Sie da die große ganze Zahl der Genehmigungen ansprechen, dann müssen Sie aber auch sagen, wie viel davon in NATO-Staaten gegangen ist und wie viel nicht. Und dann sehen die Zahlen auch einmal ganz, ganz anders aus. Und Sie schlagen ja auch vor, wir sollten am besten gar nicht mehr, wenn ich das gerade richtig verstanden habe, in NATO-Staaten liefern. So, Herr von Aken, wird man nie regierungsfähig. Das steht fest. Wir haben seit dem Wiedereintritt der SPD in die Bundesregierung 2013 eine deutliche Reduktion, zum Beispiel bei den Kleinwaffen, erfahren, allein von 13 auf 14 in den Jahren auf um 43%. Nochmal im Vergleich erstes Halbjahr 2015 zu 2014 wiederum 42%. Ich kann also nicht feststellen, dass Ihre Rhetorik bei den Kleinwaffen gerade in irgendeiner Art und Weise mit den Fakten, nämlich der Realität der kleinen Schritte des Wenigers, und das waren beide Male fast 50%, in irgendeiner Art und Weise übereinstimmt. Deswegen ist das schlichtweg falsch. Darüber hinaus hat das Wirtschaftsministerium für weitere Verschärfungen gesorgt. Wir haben die Post-Shipment-Kontrollen eingeführt und 1.3., entschuldigen Sie bitte, wir führen sie ein zum 1.3., aber wir haben es beschlossen, beziehungsweise das Wirtschaftsministerium, und die werden... Ja. Herr Kollege Ilgen, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen van Aken? Ja, selbstverständlich. Bitte schön, Herr van Aken. Ja, Herr Ilgen, die Post-Shipment-Kontrollen. Seit 6 Jahren fordern wir die Grünen die. Jetzt hat Herr Gabriel sie angekündigt. Jetzt sagen Sie, zum 1.3. kommen Sie. Können Sie mal genauer beschreiben, was das bedeutet?
Wissen Sie, was der Beschluss der Bundesregierung ist zu den Post-Shipment-Kontrollen? Wissen Sie, dass da nicht drinsteht, alle exportierten Waffen werden später vor Ort auch kontrolliert? Wissen Sie, dass da zum Beispiel Ausnahmen drinstehen? Wissen Sie, dass da zum Beispiel eine Ausnahme drinsteht im ursprünglichen Beschluss der Bundesregierung, dass die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Rüstungsindustrie dabei nicht beeinträchtigt werden darf? Und wissen Sie, was das in der Praxis heißen könnte? Dass sie vielleicht am Ende keine einzige Kontrolle irgendwo durchführen werden, weil jedes Mal Heckler & Koch, Rheinmetall, Krauss-Maffei Wegmann sagen wird, na, wenn wir das jetzt zulassen, dann wäre unsere Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt. Wissen Sie, dass es alles nur Schaumschlägerei ist, diese Post-Shipment-Kontrollen, die Sie da vorschlagen? Herr von Aken, ich weiß jedenfalls, dass Ihre Argumente immer Schaumschlägerei sind, denn es steht in diesen Post-Shipment-Kontrollen eindeutig drin, dass es sozusagen Bestrafung für diejenigen Staaten und Menschen, an die wir das liefern, die zuwiderrechtlich unseren Rechtsgrundlagen handeln, sozusagen keine künftigen Exporte mehr geben wird. Das steht da eindeutig drin und genauso gehe ich davon aus, dass die Bundesregierung auch handeln wird und wir das als Parlament nachvollziehen. Deswegen kann ich Ihrer Argumentation nicht folgen. Tut mir leid. Die Kleinwaffengrundsätze, die neuen, die sind ja angesprochen gewesen durch das Alt-gegen-Neu-Prinzip beziehungsweise auch das Vernichtungs-gegen-Neu-Prinzip sowie weitere Einschränkungen werden für zusätzliche Limitierungen in diesem Bereich sorgen, meine Damen und Herren der Opposition. Ich finde, wir sind hier auf dem richtigen Weg. Darüber hinaus haben wir rechtliche Grundlagen. Jetzt kommen wir nämlich zum eigentlichen Thema, die Frage Exportkontrollgesetz sozusagen. Die rechtlichen Grundlagen, die wir bisher haben, sind die politischen Grundsätze der Bundesregierung, der gemeinsame Standpunkt zu jeder Lieferung auch innerhalb der Europäischen Union, das Kriegswaffenkontrollgesetz, das Außenwirtschaftsgesetz und auch Verträge wie zum Beispiel das Arms Treaty auf völkerrechtlicher Ebene, die Waffenlieferungen einschränken. Und wir, der Bundeswirtschaftsminister, hat vorgeschlagen, dass um das rechtlich vernünftig zu ordnen, man gegebenenfalls ein Gesetz machen könnte. Deswegen hat der, ja, finde ich gut, dass Sie klatschen, Frau Roth, die Absicht des Ministers ist es, eine Expertenkommission einzuberufen, um die Ideen zu prüfen, ein solches Rüstungsexportgesetz zu schaffen, als Ersatz für all diese Richtlinien, die ich eben vorgetragen habe. Und wir begrüßen das als SPD-Fraktion an dieser Stelle ausdrücklich, denn damit wird es transparenter und klarer für alle. Nun könnten Sie, meine Damen und Herren, von den Grünen dieses Vorgehen des Ministers mal ausdrücklich loben und anerkennen, wie ich finde, als Schritt in die richtige Richtung. Aber was tun Sie denn stattdessen? Statt zu warten, was nun diese Expertenkommission, und schieben Sie es auf den einen Monat, wir werden doch sehen, der Minister hat auch eine Pressekonferenz angekündigt, wir warten auch ab, was da kommt, aber wir gehen davon aus, dass diese Expertenkommission nun wirklich zeitnah eingerichtet wird. Und wir sollten doch alle gemeinsam auf die Ergebnisse warten, die uns diese Kommission vorstellt. Wir sagen an dieser Sache ganz klar, der Grundsatz, es gilt Gründlichkeit vor Schnelligkeit, meine Damen und Herren, denn wir wollen es doch ordentlich machen, oder? Nein. Ob die Zusammenfassung der bisherigen Gesetzeslage, wie es der Bundesminister mit dem Gesetz beabsichtigt, zu dem Ihrer Idee, und jetzt diskutieren wir auch darüber, was für ein Rüstungsexportgesetz wir hier machen wollen, entsprechend wird, das wage ich zu bezweifeln. Denn wo bei Ihnen der Wind wirklich herweht, wenn es um die Ideen des Rüstungsexportkontrollgesetzes geht, kann man aus Ihren alten Anträgen entnehmen. Sie fordern da zum Beispiel ein Klagerecht für NGOs, wenn es um Rüstungsexportentscheidungen der Bundesregierung geht. Ja, das ist quasi ein Verbandsklagerecht, was ich ohnehin in Deutschland schon eines der problematischsten Gesetze finde, was wir haben, das Verbandsklagerecht in seiner Ausgestaltung. Nicht grundlegend, aber wie wir es gemeinsam, das muss man auch sagen, ausgestaltet haben, denn es ist ein wahnsinniges, in vielen anderen Bereichen ein wahnsinniges Verhinderungsinstrument für wirtschaftliche Entwicklung. Jetzt aber beim Rüstungsbereich wollen wir das ja nicht eins zu eins sozusagen übertragen, weil darum geht es nicht. Wir wollen das ja nicht eins zu eins übertragen an der Stelle, weil ich glaube nicht, dass wir das wirtschaftliche Wachstum mit Waffenexporten vergleichen sollten. Aber wir wollen doch mal auf jeden Fall darauf hinweisen, dass das nicht unsere Art der Argumentation sein wird, Klagerechte für Verbände in diesem Bereich einzuführen. Wir halten davon nichts und wir werden das auch so nicht machen, meine Damen und Herren. Am 30.09. haben Sie in der Drucksache 18.6201 übrigens ganz klar dieses Klagerecht noch mal eingefordert, beziehungsweise da haben Sie gefordert, dass wir bei CETA als Bundesregierung bitte darauf achten sollten, dass es so Sonderklagerechte für Unternehmen und auch Verbände nicht geben soll vor irgendwelchen Gerichten. Da müssen wir doch, finde ich, bei dem Punkt
auch mal sagen, dann können wir das nicht gleichzeitig in Waffenexportgesetzen einfordern. Sie messen die Dinge, meine Damen und Herren, ständig mit zweierlei Maß. Und das ist auch der Grund, warum ich mit einem norddeutschen Sprichwort auf Niederdeutsch, also Plattdeutsch, enden will. Schnell, hetzig, totloppen. Ich bleibe dabei. Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit. Und deswegen werden wir Ihren Antrag heute ablehnen. Sagt Matthias Ilgen für die SPD-Fraktion. Eine Expertenkommission soll es also wahrscheinlich geben, die eingesetzt wird und prüft, wie man diese gesetzlichen Bestimmungen zusammenführen kann und auch die bisher nicht rechtlich bindenden politischen Grundsätze der Bundesregierung. Jetzt hören wir noch Gisela Manderla für die CDU-CSU-Fraktion. Ein Land, über das heftiger und kontroverser diskutiert und debattiert wird als der Umgang mit Rüstungsgütern. Und vor allem kochen die Gemüter emotional hoch, wann immer es um den Export dieser Produkte geht. Dabei täten wir gerade in Deutschland gut daran, eine Versachlichung dieser Debatte anzustreben und eine breite gesellschaftliche Orientierung anzuschieben mit der Frage, welche zukünftige Rolle soll Deutschland in der Welt eigentlich einnehmen? Welchen Wert hat die Verteidigung unserer Grundwerte? Und mit welchem Instrumentarium wollen wir eben jene Grundwerte eigentlich erhalten und beschützen? Apropos Versachlichung. Unsere Handlungsgrundlage hier ist der Koalitionsvertrag. Und dort ist fixiert, dass Deutschland ein elementares Interesse an einer innovativen, leistungs- und wettbewerbsfähigen nationalen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie hat. Und zwar nicht in erster Linie aus wirtschaftlicher, sondern vor allem aus außen-, sicherheits- und technologiepolitischer Sicht. Und das aus guten Gründen. Mit Blick auf unsere Außen- und Sicherheitspolitik geht es vorrangig um zwei Punkte. Erstens geht es um die Verteidigungsfähigkeit im NATO-Bündnis und im Rahmen der Europäischen Union. Und um diese künftig sicherzustellen, bilden wir mit Konzepten wie der Frame Nation, den Anlehnungspartnerschaften oder Smart Defense zunehmend mehr transnationale Fähigkeiten aus. Wer gestalterischen Einfluss nehmen will auf den Prozess fortschreitender Bündnisintegration und die hierfür notwendige Arbeitseinteilung, der muss auch über die entsprechenden Kapazitäten verfügen, meine Damen und Herren, in den Streitkräften selbst, aber auch in Ausrüstung und Ausbildungsfragen. Zweitens geht es um die Fähigkeit, diejenigen Herausforderungen, die sich in Europas unmittelbarer Nachbarschaft für unsere Sicherheit ergeben, direkt und aktiv anzugehen. Das entspricht übrigens nicht nur unserer gewachsenen Verantwortung, sondern wird auch zunehmend von unseren Freunden und Partnern so erwartet. Und das auch völlig zu Recht, wie ich finde, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vor allem die Entwicklung der letzten beiden Jahre haben uns schmerzlich vor Augen geführt, wie schnell Konflikte entstehen und eskalieren können. Und hierauf müssen wir schneller und entschlossener reagieren können. Dafür braucht Deutschland die entsprechenden Fähigkeiten. Nun könnte man ja sagen, die hierfür nötigen Systeme lassen sich doch allesamt im Ausland erwerben. Das mag stimmen. Allerdings sind eigene rüstungstechnologische Fähigkeiten eine zentrale Voraussetzung, um den europäischen Integrationsprozess im Rüstungsbereich mitzugestalten. Sie gewähren Teilhabe und Einfluss bei Entwicklung, Beschaffung und Betrieb von entscheidenden militärischen Systemen. Vor allem, wenn sie, wie in Deutschland zum Glück in einigen Bereichen es noch der Fall ist, im globalen Vergleich immer noch State of the Art sind. Jedoch einmal verloren gegangen, sind wehrtechnische Fähigkeiten nicht oder nur unter größtem Aufwand wieder aufzuholen. Die deutsche wehrtechnische Industrie trägt mit ihren Produkten zentral dazu bei, dass die Bundeswehr als ein Instrument der Politik vernünftig ausgerüstet ist und ihrem Fähigkeitsspektrum die Breite der sicherheitspolitischen Herausforderungen abdecken kann. Der Kunde Bundeswehr reicht allein aber heute längst nicht mehr aus, um die wehrtechnischen Kapazitäten auch nur zu erhalten, geschweige denn in Sachen Forschung und Entwicklung am Ball zu bleiben.
Zu gering ist der investive Spielraum im Einzelplan Verteidigung im Bundeshaushalt. Frau Kollegin Mandala, darf ich Sie mal kurz unterbrechen? Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Sie, Ihre Stimmkarten vielleicht etwas geräuschloser sich zu besorgen und auch die Zwischengespräche in den Fluren zu unterlassen, denn jetzt hat die Kollegin Mandala das Wort und sie hat auch das Recht darauf, dass sie Ihnen zuhört. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Selbst der avisierte und dringend angezeigte Mittelaufwuchs für die Bundeswehr wird bei weitem nicht ausreichen, diese Realität umzukehren. So ist die deutsche wehrtechnische Industrie beinahe folgerichtig bereits zu 50-70% von Exportmärkten abhängig. Lieferungen von Rüstungsgütern sind aber faktisch kaum noch möglich, in Teilen nicht einmal mehr an NATO-Verbündete bzw. europäische Partner. Und gerade dieser Punkt, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist nur schwer erträglich. Das will ich hier deutlich zum Ausdruck bringen. Denn wenn sich selbst unsere engsten Partner nicht darauf verlassen können, dass wir ihnen vertraglich zugesicherte Systeme, Ersatzteile und einzelne Bauteile liefern oder beziehungsweise nachliefern, was ist unseren Verbündeten diese Partnerschaft dann noch wert? Deutsche Unternehmen haben es zunehmend schwerer, sich in internationalen Lieferketten und Kooperationen mit NATO-Partnern zu behaupten. Die Aufträge gehen an Firmen aus anderen Staaten, die in der Regel mit erheblicher staatlicher Flankierung unterstützt werden. Aus dem Qualitätssiegel Made in Germany ist das Label German Free geworden. Und angesichts der qualitativen und technologischen Wertigkeit vieler deutscher Systeme und Komponenten eine geradezu absurde Entwicklung, meine Damen und Herren. Deutschland hat bereits jetzt mit die restriktivsten Regeln für den Rüstungsexport weltweit. Mit den im letzten Jahr noch zusätzlich eingeführten Kleinwaffengrundsätzen, lieber Herr Kollege van Aken, und einer weiteren Verschärfung der Endverbleibskontrollen, das wurde schon angesprochen, Stichwort Postshipment, kamen weitere Regularien dazu. Die Unzahl deutscher Auflagen, Bedingungen, Einschränkungen und Hürden sucht weltweit jetzt schon ihresgleichen. Mit weiteren, noch restriktiveren Maßnahmen riskieren wir eine Strangulierung der gesamten Branche. Und das ist mit uns, mit der Unionsfraktion in diesem Hause, nicht zu machen, meine Damen und Herren. Entscheidungen über Rüstungsexporte unterliegen stets schwierigeren und komplexen Abwägungsprozessen. Sie müssen unter Einbeziehung vieler Aspekte getroffen werden. Und eindimensionale Begründungen reichen nicht aus. Sie müssen vielmehr eingebettet sein in die oben genannten grundsätzlichen Erwägungen. In der Gesamtschau, und das wissen Sie, meine Damen und Herren, reden wir heute über eine Hochtechnologiebranche in Deutschland mit rund 300.000 inländischen Arbeitsplätzen, deren Wertschöpfungsniveau beträchtlich ist und dessen interaktive Wirkung enorme Synergien mit anderen Branchen erzeugt. Die Bedeutung der wehrtechnischen Industrie ist aber nicht einfach nur an simplen Umsätzen abzulesen. Nein, sie stellt einen ganz elementaren Grundpfeiler in unserer Sicherheitsvorsorge dar und ist deshalb von herausragender Bedeutung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor ich ende, gestatten Sie mir noch ein deutliches Wort zum hier heute vorliegenden Antrag und vor allen Dingen zu dem Impuls im Mai letzten Jahres. Die Unterstellung, meine Damen und Herren, Deutschland würde seiner Friedenspflicht nicht nachkommen, ist ungeheuerlich. Und angesichts der umfangreichen Bemühungen in unseren Bündnissen, seien sie diplomatischer oder militärischer Art, sind sie ein Schlag ins Gesicht unserer Soldatinnen und Soldaten und unserer zivilen Kräfte, die sich tagtäglich da draußen abmühen, den Störern der internationalen Ordnung Einhalt zu gebieten.
Gisela Mandela war das für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, die Grünen wollen ein Rüstungsexportkontrollgesetz. Die Union sagt, das brauchen wir nicht. Es gibt entsprechende Vorgaben. Bundeswirtschaftsminister Gabriel, der sagt zwar nicht in dieser Debatte, aber vor wenigen Wochen, er denkt darüber nach, ein Rüstungsexportgesetz zu schaffen. Also man kann gespannt sein, auf was das hinausläuft. Morgen gibt es allerdings einen Termin mit Bundeswirtschaftsminister Gabriel genau zu diesem Thema. Dann wird es wohl die Zahlen für 2015 geben zu Rüstungsexporten. Sicherlich ein interessanter Termin. Einen interessanten Termin gibt es auch morgen früh hier, wenn der Bundestag sich wieder trifft um 9 Uhr, dann sind wir wieder für Sie da ab 8.45 Uhr. Dann geht es nämlich um das Asylpaket 2 und die entsprechenden Gesetzentwürfe dazu. Für heute darf ich mich von Ihnen verabschieden und gebe zurück nach Bonn.